Plötzlich klingelte das Telefon. Uwe Schott von X-Filme war dran, der Produzent. Ist wirklich was Tolles los jetzt hier. Der Tag ist extrem lang, von 9 bis 19 Uhr. Und wenn man da einfach zuguckt und aufnimmt, es wird nicht langweilig. Man kann das ja gar nicht einschätzen, welche Dimensionen das Ganze hat. Und was hier auf der Bühne passiert, ist so eine Mischung aus Genialität und Chaos. Und da dabei zu sein, ist einfach ja, großartig. Es ist viel Warterei, aber trotzdem spannend. Hier ist die Dresdner Philharmonie, die natürlich ein tolles Orchester ist. Und die trifft auf eine Dirigentin, die keine Dirigentin ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Frau am Pult gehabt. Von daher ist das jetzt das erste Mal mit der Kate am Pult. Irre charmant. Im Vergleich zu der ersten Probe, die sie mit uns hatte, ist es mittlerweile recht ordentlich. Also anfangs musste man gucken, dass Hauptsache sie stört nicht, aber ja, das ist nicht mehr so. Also wir kommen gut klar mit ihr jetzt. Das finde ich so bemerkenswert, dass sie wirklich jede Wiederholung nutzt, um auch intensiver zu werden oder andere Facetten auszuprobieren. Also sie hat ein großes Repertoire an Gesten und Ausdrucksweisen. Für sie ist das, glaube ich, auch total neu, vor einem Orchester zu stehen, und der Respekt ist da gegenseitig. Wir in unserer Reise tatsächlich auf das angewiesen, was von Kate Blanchett kommt. Und es funktioniert irgendwie einigermaßen, glaube ich. Und plötzlich stellt man fest, dass eine Weltklasse-Schauspielerin wie Kate Blanchett die Situation absolut beherrscht und hinkriegt. Sie muss sich, glaube ich, auch manchmal selber entspannen. Diese ganze Choreografie, die sie da als Dirigentin, die sie ja normal einfach nicht ist, lernen, und dann macht sie immer mal wieder Witze, um sich zu entspannen. Nina Hoss hat jetzt ein Vierteljahr Geige geübt und ich bewundere sie, weil sie hat mir sogar schon Einsätze gegeben, die ich verpasst habe. Also sie macht das unglaublich gut. Wer hat schon die Möglichkeit, dieses Solo, dieses berühmte Trompeten-Solo in so einem Film mitzuspielen? Da freue ich mich sehr, dass es ich machen darf. Wir werden verwöhnt mit einem guten Catering. So ist das unglaublich eigentlich. Also der Aufwand, der dahinter steckt, den kann ich nicht bemessen. Das ist einfach Wahnsinn. Wer das organisiert, muss echt einen Überblick haben. Wenn du jetzt als Frau Solohornistin werden willst, wie bei uns, ich würde mal denken, das ist ein Zacken anspruchsvoller als Tutti-Geiger zu werden, oder wenn du Solo-Pokerin werden willst, da gibt es bestimmt Vorbehalte. Kann eine Frau das und so? Und es beginnt sich in die Richtung zu entwickeln, dass doch immer mehr Frauen auch auf dieses Dirigentenpult Zugriff bekommen werden. Und ich finde das sehr, sehr richtig. Und insofern finde ich den Film eigentlich sehr aktuell. Ist das immer noch ein Thema? Da muss sich was ändern. Wann sich das ändert, das liegt auch an uns, aber das ist, denke ich, ein Thema. Also als ich hier angefangen habe, vor 25 Jahren ungefähr, da waren noch wenige Frauen im Orchester, aber das wurde von Jahr zu Jahr immer mehr und relativ normal. Im Orchester ist die Frauenquote ja so groß, dass man sich schon fast Sorgen machen muss um die armen Männer. Ich glaub nicht. Ich habe jetzt verstanden, im Film gibt es zwar so am Horizont auch sowas wie Arbeitszeitgesetze, aber im Grunde der Dinge wird 24/7 gearbeitet. Mahlers 5. Symphonie ist natürlich das Stück, wo sich quasi in jedem Takt große Emotionen, große Ereignisse abspielen. Wenn der Film diese Arbeit eines Orchesters mit einer Dirigentin auch einem ganz allgemeinen Kinopublikum nahebringen kann, vielleicht entsteht dann der Eindruck, ey, das ist ja toll, was die da machen, was sich da abspielt, spannend. Und wow, die sind da hier in unserem Konzertsaal und das spielt im Film eine Rolle. Ich gehe da jetzt ins Konzert. Das wäre natürlich ideal. Stolz bin ich auf den ganzen Laden hier. Ich freue mich sehr, wenn der Film ein super Erfolg wird, und dass wir da drinnen Platz gefunden haben, ist toll.